Mein Name ist Christian Lange und ich bin Forstamtsleiter im Forstamt Friedrichsmoor. Zum einen sind wir Ansprechpartner in allen Dingen, die vom Waldgesetz in Mecklenburg-Vorpommern betroffen werden. Die zweite große Aufgabe ist natürlich die, dass wir verantwortlich sind für den landeseigenen Wald. Hier in meinem Forstamt sind das etwa 7.800 Hektar. Eine weitere Aufgabe, eine schöne Aufgabe, ist die Waldpädagogik und Umweltbildung. Zuallererst, als ich die Frage mir vor Augen geführt habe, habe ich erst mal gemerkt, dass schon wieder 10 Jahre ins Land gegangen sind, wie schnell das ging. Als es noch 2 Landkreise gab, da schnitt die Landkreisgrenze von Parchim zu Ludwigslust mitten durch den schönen Lebenswald, den wir hier sehen. Und das hat sich mit der Zusammenlegung der beiden Kreise natürlich geändert. Muss ich sagen, gibt es in den sogenannten Göhrener Tann, bei dem gleichnamigen Ort Göhren, der zu Tramm gehört, zwei Kesselmoore. Das eine Moor ist sehr schön anzusehen, es ist ein naturnahes Kesselmoor mit Wasserauge und da kann man sehr, sehr schön Kraft schöpfen. Und dann gibt es noch im Waldteil Friedrichsruhe ein naturnahes Flüsschen mit einer steinernen Brücke. Dieser Wald hat also schon bronzezeitliche Hintergründe, also dort haben Menschen vor sehr langer Zeit auch schon gelebt. Seit Anfang der 90er Jahre betreiben wir schon die naturgemäße Waldwirtschaft und in dem Zusammenhang bauen wir viele Waldflächen, viele Monokulturen um in Laubwaldflächen, in Eichen, Buchen, Linden, auch Hainbuchenwälder und versuchen auch vielfach die Wälder zu mischen. Ich wünsche mir bei dem, was angepackt wird, Augenmaß. Das ist bei allen wichtig, das ist natürlich bei uns auch wichtig in dem, was wir tun. Ich wünsche mir, dass wir nicht von einer Mangelwirtschaft geprägt werden bei dem, was wir tun, sondern dass wir das Richtige zum richtigen Zeitpunkt machen können und dafür auch entsprechende Mittel haben.